dunkler großer Schatten im Wasser, kämpferisch, bedrohlich, lauernd. Mit Armen, so dick wie ausgewachsene Eichenstämme und so lang wie der starke Hauptmast unserer scheinbar winzig wirkenden Galeone. Ein immer hungriges und erbärmlich stinkendes Maul mit Hunderttausenden von pfeilspitzen Zähnen, die nur darauf warten, meinen Leib zu durchbohren. Tief liegende, stechende, tellergroße Augen, die mich mit ihrem hungrigen Blick verschlingen. Es ist dunkel und kalt. Merkwürdig. Ich merke, dass meine warmen Hände anfangen zu zittern. Ich stehe alleine an Deck und starre in die unerträgliche Weite eines nicht vorhandenen Horizonts. Nur der Mond ist mein Zeuge. Wie laut es doch ist, wenn es leise ist. Ich höre das Herz in meiner Brust schlagen, so kräftig, dass ich befürchte, es könnte aus mir herausspringen und unsere Position verraten. Ich lege meine Hand auf die Brust, in der naiven Hoffnung, er könne mich dann nicht hören. Mein flacher Atem taucht die Luft in einen weißen Schleier. Irgendwo in der dunklen Tiefe des Meeres lauert er. Irgendwo, seit vielen Jahren. Gewachsen zu einer riesigen, angsteinflößenden Bestie. Glaubt man den Aufzeichnungen dieses Logbuches und somit dem einzigen Zeugen nicht wiederkehrender Seeleute, kann das Ungeheuer mit seinen kräftigen Tentakeln ganze Schiffe in die Tiefe des Meeres ziehen. Plötzlich greift er an, aus der Deckung der Tiefsee, mit dem immer gleichen, ausweglosen Schlachtplan. Die berstenden Geräusche von brechenden Holzplanken klingen kilometerweit. Feuer, überall Feuer. Ich kann nicht hinsehen, aber auch nicht wegschauen. Die kindlichen Schreie gestandener Männer durchdringen die vorher noch unerträglich scheinende Stille der dunklen Nacht und verraten so das schreckliche Schauspiel. Ja, das Schauspiel. Es scheint der Bestie zu gefallen, erst Mann für Mann und dann die ganze Galeone zu verschlingen. Die Schreie der Seeleute brennen sich Zentimeter für Zentimeter in meinen Kopf hinein. Dort, wo eben noch ein stolzes Schiff die Weite des Horizonts schmückte, ist plötzlich ungewollter Raum. Raum für die schlimmsten Vorstellungen und Gedanken. Raum, der dir den Atem stocken lässt. Und nur der pure Wille zum Überleben treibt dich voran. Aber noch bin ich sicher. Nein, sicher ist das falsche Wort. Niemand ist sicher. Ich lebe. Noch. Der Hunger der Bestie scheint noch immer nicht gestillt. Jetzt hat er uns im Auge. Er kommt näher und näher. Mit der Bestie aufzunehmen? Dann erlebe das Abenteuer Krake, den ersten Dive Coaster Deutschlands. Ab der Saison 2011. Hier im Heidepark Resort.